In dieser Übung geht es um die unregelmäßige Mehrzahlbildung im Englischen. Bei der regelmäßigen Bildung wird dir einfach ein S angehängt an das Nomen. Hier zeige ich dir die anderen Möglichkeiten der Bildung. Beginnen wir gleich mit dem ersten Wort Kiss, der Kuss. Ein Zischlaut am Ende erfordert eine Bildung mit ES. Also die Mehrzahl von Kiss lautet Kisses. Dann auch unregelmäßig ist die Bildung von Man, der Mann, sie lautet nämlich Men. Aus dem A wird ein E, also wir haben einen Wechsel des Selbstlautes. Besonders aufpassen müssen wir, wenn der letzte Buchstabe ein Y ist, wie bei Story, die Geschichte. Wenn vor dem Y kein Selbstlaut steht, und das haben wir bei Story, hier steht ein R vor dem Y, dann wird das aus dem Y ein IE und es wird ein S angehängt. Die Mehrzahl von Story heißt in diesem Fall Stories. Dann haben wir Boy, der Junge. Hier haben wir genau den anderen Sachverhalt. Vor dem Y steht ein Selbstlaut, ein O. Dann bleibt das Y in der Mehrzahlbildung erhalten. Die Mehrzahl von Boy ist Boys. Dann haben wir Wolf. Hier müssen wir aufpassen. Hier ändert sich die Schreibung des Lautes von F zu Vogel V. Aus Wolf wird Wolves. Eine Besonderheit ist auch der Fisch, Fisch, weil die bleibt nämlich genau gleich. Auch das ist eine unregelmäßige Bildung, wenn kein S angehängt wird. Dann haben wir das Kind, Child. Hier lautet die Mehrzahlform Children, die Kinder. Dann haben wir Box, die Schachtel. Wieder ein Zischlaut, ein X am Ende, erfordert ein ES in der Bildung, in der Mehrzahl. Boxes, die Schachteln. Dann haben wir Food, der Fuß, wird in der Mehrzahl zu Feet, die Füße. Aus dem Doppel-O wird ein Doppel-E. Und dann haben wir das Messer, Knife, gleicher Sachverhalt wie bei Wolf. Aus dem F wird ein Vogel-V, Knives. Und wiederum wird ein ES angehängt, Messer. Dann haben wir Maus und Mäuse, die Mehrzahl davon. Die Mehrzahlbildung lautet hier Mice, also völlig anders wie die Einzahl. Dann haben wir noch die Kartoffel. Diese lautet in der Mehrzahl Potatoes. In diesem Fall wird ein ES angehängt. Die Bildung von Woman ist ähnlich wie bei Man. Hier lautet die Mehrzahl Women. Aus dem A wird ein E. Und schließlich Baby, diesen Sachverhalt hatten wir oben schon bei Story, die Geschichte. Hier lautet die Mehrzahlbildung Babies mit IE, weil vor dem Y kein Selbstlaut steht. Das waren wichtige Bildungen in der Mehrzahl im Englischen.